Ja, zunächst ganz herzlichen Dank für die kurze, nette Einführung und danke für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf. Danke auch an Acto, das organisiert zu haben. Das Forum hier auf der Side City ist seit vielen, vielen Jahren fester Bestandteil. Die Frage, die ich an die Regie stellen wollte, haben Sie schon beantwortet, weil wir sind jetzt quasi schon eine halbe Stunde über Zeit. Aber ob ich mich kürzen muss, damit Herr Gerhard noch eine Chance hat, aber wenn ein Referent ausfällt, ist es obsolet, denke ich mal. ich spreche heute zu Ihnen vielleicht aus meiner ureigensten Motivation heraus, nämlich aus der, dass ich ein RP-Patient bin. Ich komme so ein bisschen aus der Forschungsecke, das hat mit meinem persönlichen Lebensweg zu tun. Ich bin im gesunden Mittelalter. Ich wurde diagnostiziert klinisch bereits 1986, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und genetisch wurde ich diagnostiziert, unsere Familie im Jahr 2004, also 18 Jahre später. Was ich damit sagen möchte, ist, dass so eine genetische Erkrankung, wie das jetzt zeigt, schon viel früher in das Leben eingegriffen hat, ohne dass man weiß, dass man eine genetische Erkrankung hat. Man wusste damals nur, dass man schlecht sieht. Man hat es bemerkt. Ich habe es beim Fußballspielen bemerkt. Ich habe es beim Lesen bemerkt. Mit 15. Habe dann, wie Frau Professor Liakopoulos es gesagt hat, noch damals, das liegt einfach an der Zeit, eine echte Odyssee hingelegt, knappe 3 Jahre, bis ich tatsächlich dann über unsere ganze Familie, ich habe 4 Geschwister, erfahren habe, was eigentlich klinisch los ist. Und die Diagnose damals war Retinitis pigmentosa. Sie werden blind. Auf Wiedersehen. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst ein bisschen provokativ, weil das war auch noch die Zeit, wo solche Diagnosen leider nicht so selten waren. Die Erkrankung war selten, aber diese Art der Diagnosedarreichung war leider nicht so selten. Dafür gibt es dann Patientenorganisationen, die auch damals schon, und ich habe damals sehr früh von ProRetina gehört, es gibt andere Patientenorganisationen. Ich denke, auch diese Größe sollten wir haben. Bei seltenen Erkrankungen sollte man die Verbandsproblematik vernachlässigen. Es geht wirklich um die Patienten und dafür tun alle einen wichtigen Dienst, jeder auf seinem Gebiet. Aber das nur am Rande. ProRetina bin ich damals zufällig gestoßen und aus dem Grund, was Herr Professor Schrage schon erwähnt hatte, weil es halt sehr stark medizinisch forschungsmäßig orientiert war. Das hat dazu geführt tatsächlich, dass ich selbst Netzhautforscher werden sollte. Ich soll ja heute zu Ihnen sprechen, was passiert, wenn so eine genetische Erkrankung dein eigenes Leben brutalst beeinflusst. Und das ist so, wenn man plötzlich nicht mehr richtig lesen kann. In 6., 7. Klasse war ich Sieger in Vorlesewettbewerben und in der 8., 9. Klasse bin ich dann übers Zeilenende gestolpert. Das ist ja etwas, womit man als Jugendlicher zunächst überhaupt nicht umgehen kann. Das ist irgendwie auch ein Schock. Man versucht es zu verstecken, geht dann irgendwann nicht mehr in der Schule. Es ging aber noch so gut, Gott sei Dank, dass ich zumindest das normale Abitur an einer Regelschule machen konnte, allerdings auch damals schon mit Vergrößerungen. Ich war sozusagen ein Pionier, was das betrifft, wenn es darum geht, heute sagt man so schön, Barrierefreiheit und alles muss möglich sein, Inklusion an den Schulen, wo wir heute stehen, im Jahr 2023, war man Mitte der 80er Jahre ganz sicher noch nicht, das kann ich Ihnen sagen. Und ich habe meinem Gymnasium damals gelernt, dass es nicht nur DIN A4 Kopien gibt, sondern auch DIN A3 Kopien. Die haben sich deswegen nicht extra einen Kopierer kaufen müssen, aber in der Tat war es dann möglich, dass ich ganz normal auch so wie meine Mitschülerinnen diese Angabe lesen konnte. Ich bezeichne so eine Diagnose auch immer, erlauben Sie mir diese Metapher, als einen ungebetenen Gast. Sie bestellen die nicht, Sie haben niemanden eingeladen und plötzlich klingelt es an Ihrer Tür und es ist jemand da. Wie gesagt, Sie haben niemanden eingeladen generell und Sie haben schon gar nicht so jemanden eingeladen, aber plötzlich ist jemand in Ihrem Leben,
den sie eigentlich lieber loswerden können. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste dran, wenn der mal da ist, dieser Gast, und ein Gast, den sie nicht eingeladen haben, den werden sie auch irgendwann wieder los. Aber so eine erbliche Netzhauterkrankung, die werden sie einfach nicht mehr los. Das bleibt ihnen, das ist ihnen, wie Herr Professor Bolz das ausgeführt hat, in die Wiege gelegt, in die Gene gelegt. Und das hat weitreichende Implikationen, zumal diese Erkrankungen ja leider die Eigenschaft haben, dass sie progredient sind. Das heißt, die werden nach und nach schlechter. Da gibt es unterschiedlichste Formen, brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen. Es gibt einen schnellen Verlauf, einen langsamen Verlauf. Meiner war Gott sei Dank sehr langsam. Ich habe eine Zapfenstäbchendystrophie, autosomal dominant, CRX-Mutation, nur für die, die es interessiert. War sehr langsam, dieser Fortschritt. Und wie gesagt, als ich das dann wusste, war ich natürlich geschockt. Andererseits auch irgendwie, ja, ich kann das so sagen, ich hatte die Biologie-Leistungskurs in der Schule fasziniert. Die Netzhaut ist ein geniales Organ. Sie müssen sich vorstellen, unsere Netzhaut, eine gesunde menschliche Netzhaut, ist in der Lage, nachts, wenn kein Mondlicht ist, Sternschnuppen am Himmel sehen zu können, und am nächsten Morgen stehen sie auf und fahren irgendwo in den Bergen bei gleißendem Sonnenschein zum Beispiel Ski. Also diese Adaptionsbreite, diese unterschiedlichsten Lichtverhältnisse, ganz schwaches, kaum vorhandenes Licht und gleißender Sonnenschein, immer können Sie 100% scharf sehen. Ein geniales Organ. Deswegen ist die Retina auch für die Medizin, und Herr Professor Bolz hat es erwähnt, ist das Auge im Allgemeinen und die Netzhaut im Besonderen sind fantastische Objekte für die Wissenschaft. Warum? Das liegt dann noch an der sogenannten Blut-Hirn-Schranke, weil das Auge extrem gut zugänglich ist für therapeutische Ansätze. Und weil mich das so fasziniert hat, habe ich zunächst tatsächlich den Weg der Biologie eingeschlagen. Den musste ich dann aber tatsächlich bald wieder aufgeben, schon beim Vordiplom. Warum? Weil ich eine Zapfenstäbchendystrophie habe, und die Zapfen, das sind die Fotorezeptoren, mit denen Sie scharf sehen können, mit denen lesen Sie, mit denen können Sie Gesichter erkennen, mit denen ist das sogenannte Tagsehen ganz stark verbunden. Die Stäbchen, da haben wir viel, viel mehr davon, die sind für die Peripherie zuständig und vor allem nur fürs Hell- und Dunkelsehen. Aber die Zapfen, wenn betroffen sind, dann können sie plötzlich nicht mehr lesen und Gesichter erkennen und eben auch nicht mehr am Mikroskop sitzen und Zellen abzeichnen. Und daran ist es bei mir damals tatsächlich gescheitert. Ich konnte es einfach nicht mehr, es ging nicht mehr. Ich hatte eine gute Alternative. Ich habe die Begabung, Gott sei Dank, mit in die Wiege gelegt bekommen, dass ich relativ musikalisch bin, und ich habe dann Trompete studiert. Ich mache also ganz was anderes. Ich habe ein komplett anderes Leben. Das ist ein Glücksfall, weil ich bis zum heutigen Tage in der Lage bin, berufstätig zu sein. Aber diesen Gast, den ich erwähnt habe, diesen ungebetenen Gast, den habe ich natürlich mit mir weiter rumgeschleppt. Und der hat natürlich auch in meinem anderen Berufsleben, also im Bereich der Musik, dazu geführt, dass bestimmte Sachen nicht möglich waren. Blattlesen zum Beispiel. Als Musiker müssen Sie Blattlesen können. Das heißt, die kriegen irgendwas vorgelegt und Sie müssen es einfach spielen. Wenn man das lesen kann, ist das intellektuell jetzt nicht so eine große Herausforderung. Das kann man, aber wenn man es technisch nicht kann, dann geht es einfach nicht mehr. Egal. Ich habe mir eine Nische gesucht, wo man das machen kann, indem man auswendig spielt. Da bleibt man sicherlich ein Stück weit hinter seinen Möglichkeiten, die man hat, aber man kann ein erfülltes Leben führen. Und das möchte ich schon auch ganz bewusst als Betroffener sagen. Auch trotz so eines Handicaps, so einer erblichen Netzhauterkrankung, man kann ein erfülltes Leben führen. Und es gibt viele, viele Beispiele in unserer ganzen Blinden- und Sehbehinderten-Szene, wo Menschen mit einem Handicap trotzdem einen fantastischen Weg genommen haben. Insofern möchte ich grundsätzlich immer auch Mut machen, dieses Schicksal, und wir haben keine andere Wahl, dass man dieses Schicksal auch annimmt. Wenn es eine Phase gibt im Leben, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wo Zeit für eine Trauer da ist, und es ist, ich sage das Wort ganz bewusst, Trauer, denn wir machen sehr früh in unserem Leben eine Verlusterfahrung. Ja? Wir verlieren etwas, und das Augenlicht zu verlieren ist ein Verlust. Und es gibt mittlerweile Umfragen, seriöse Umfragen, statistische Erhebungen,
die besagen, dass die Menschen tatsächlich am meisten davor Angst haben, blind zu werden. Nicht Krebs zu kriegen oder irgendeine andere schlimme Erkrankung, sondern nein, das Augenlicht zu verlieren ist tatsächlich, davor haben die Menschen mit am meisten Angst. Was ich sagen will ist, wenn sie auch mal so eine Phase haben, man muss sich auch eine Zeit zum Trauern nehmen dürfen und das sollte man auch wirklich tun. Das ist nämlich auch psychisch gesund, wenn man das zulässt. Nichtsdestotrotz kann man seinen Weg weitergehen, gerade auch in der Selbsthilfe. Deswegen sind ja viele von Ihnen auch hier, denke ich, sind ja viele Aktive hier bei dieser Side City, aber auch die, die draußen jetzt zuhören, hybrid. Man kann vieles trotzdem machen. Das Motto von ProRetina, und sicherlich spricht es auch für viele andere, selbstbestimmt leben, Krankheit bewältigen, ist umsetzbar. Ich kann nur alle ermutigen, nicht aufzugeben. Die Möglichkeit, was wollte ich noch gerade eine Replik zu Herrn Professor Schrage sagen. Ich habe tatsächlich, weil ich sozusagen schon zu den, ich will nicht sagen älteren Semestern gehöre, aber doch schon lange diagnostiziert, ich habe tatsächlich diese Erfahrung gemacht, die Frage, die Herr Professor Schrage stellte. Ich konnte keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Ich war damals einfach zu jung und wahrscheinlich zu dumm. Ich war ehrlich, ich habe die Diagnose mit 18 bekommen. Als ich dann berufstätig wurde, als ich diese Versicherung abschließen wollte, habe ich gesagt, Retinitis pigmentosa, und prompt kam der Ablehnungsbrief für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und Versicherungen, so konkurrierend sie sein mögen, wenn es darum geht, solche Daten auszutauschen, habe ich dann viel, viel später gelernt, da tauschen sie sich tatsächlich aus. Sie brauchen sich tatsächlich auch bei keiner anderen Versicherungsgesellschaft mehr bewerben, wenn das mal durch ist sozusagen. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Auch dafür gibt es Patientenorganisationen. Aktuell engagiere ich mich gerade auch im politischen Bereich, im gesundheits- und forschungspolitischen Bereich, im sozialpolitischen Bereich, über den Partizipationsfonds des BMAS für ProRetina und die gesamte Blinden- und Sehbehinderten-Szene. Und bin schon ein bisschen stolz darauf, das möchte ich hier auch sagen, weil es eben ganz klar auch das Thema heute ist, der genetischen Diagnostik. Es ist tatsächlich das war der erste sozusagen politische Erfolg unserer politischen Arbeit, dass die Erstattung der molekulargenetischen Diagnostik seit 2 Jahren endlich kein Problem mehr ist. Wie Herr Professor Bolste sagte, diese Mythen, dass das Budget der Augenärzte angegangen werde und so weiter und so weiter. Es ist alles vom Tisch. Es war so, wenn Sie es beantragt hatten bei der Kasse, Sie haben immer erst mal eine Ablehnung bekommen. In den allermeisten Fällen, Sie mussten ins Widerspruchsverfahren gehen. Das ist vom Tisch. Und das ist ein Erfolg der politischen Arbeit von ProRetina im Besonderen, von der Szene insgesamt. Das macht einfach Sinn. Man kann wirklich was erreichen. Wir alle können etwas zusammen erreichen und man kann mit so einer Erkrankung auch Betätigungsfelder finden, wo es wirklich lebensstiftend, sinnerfüllend ist, sich für unser aller Gemeinschaft zu engagieren. Die Implikationen eines solchen ungebetenen Gastes gehen natürlich noch viel, viel weiter. Aber auch dieses Stichwort ist heute schon gefallen. Durch die Digitalisierung in unserer Gesellschaft, nochmal meine Diagnose Mitte der 80er Jahre, jetzt 2023, ist für unser Eins ein echter Segen. Man kann es nicht anders bezeichnen. All die technischen Hilfsmittel, die Sie da draußen in ihrer ganzen Fülle und Breite begutachten und ausprobieren können, ist wirklich genial. Man kann das nicht anders sagen. Auch ich kann meinen Job, sowohl diesen Politikjob als auch meinen eigentlichen Beruf, nur dadurch ausführen, die ganze Kommunikation ist digital und es gibt
Sprachsoftware, es gibt Voice-over-IP, Sie kennen das alles noch viel besser, als ich das tue. Ich bin ein reiner User, ein reiner Anwender. Ich verstehe es nicht, aber ich nutze es. Ich gebe offen und ehrlich zu, es gibt wenige Dinge, die mich auf die Palme bringen, aber was mich auf die Palme bringt, ist, wenn diese Technik mal nicht funktioniert. So gewöhnt bin ich dran. Das ist vielleicht, aber es ist tatsächlich so. Fragen Sie bitte nicht meine Frau, aber wenn sowas nicht funktioniert, da kann ich tatsächlich, da würden Sie mich nicht wiedererkennen. Ich beherrsche mich, aber tatsächlich ist es so, es erleichtert vieles in unserem Alltag und vieles ist möglich. Berufliche Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe ist durch die Digitalisierung möglich geworden und sie eröffnet ganz, ganz neue Chancen. Ganz allgemein noch gesprochen, ich kann auch nur jeden Patienten ermutigen, wenn sie so eine Diagnose bekommen und es trotzdem noch keine Therapie gibt, machen sie die genetische Untersuchung. Es ist wirklich ganz, ganz viel in der Pipeline und nur wenn man den genetischen Defekt dieser Erkrankung kennt, ist eine Implementierung in eine klinische Studie überhaupt möglich. Das von mir bereits erwähnte Patientenregister der Proretina ist ein Weg, um dabei berücksichtigt zu werden. Es gibt noch andere, aber machen Sie das. Ich sage immer, Klarheit bringt Wahrheit oder Wahrheit bringt Klarheit, egal wie Sie das drehen. Wenn Sie wissen, was Sie haben, wenn Sie Ihren ungebetenen Gast, ich sage jetzt ganz bewusst nicht das Wort Feind, ja, aber es ist kein Feind, Sie müssen sich damit arrangieren. Wenn Sie diesen ungebetenen Gast zumindest beim Namen kennen, dann können Sie sich mit ihm auseinandersetzen. Und drum ist es nicht nur aus klinischer Sicht, Frau Liakopoulos weiß das und Herr Schrage, Sie sind dankbar, wenn man die klinische Diagnostik genetisch unterfüttern kann, dann bringt das Klarheit und es gibt für Sie Klarheit, womöglich für den gesamten weiteren Lebensweg. Wenn Sie einen Morbus Stargardt haben, wissen Sie, Sie werden niemals völlig erblinden. Das ist eine gute Botschaft. Die gibt es natürlich auch umgekehrt. Das ist hart, aber wenn Sie das vorher wissen, können Sie sich auch darauf ein Stück weit einstellen. Sie können lernen, schon frühzeitig mit Hilfsmitteln umzugehen, sich ein Stück weit darauf vorzubereiten. Es ist aber auch letztlich natürlich und immer Ihre ganz eigene, individuelle, freie Entscheidung, dies zu tun. Ich persönlich habe für mich die Entscheidung davon, ich möchte den Gast kennen, ich möchte damit umgehen können und ich möchte es einfach wissen. Da ließ auch der wissenschaftliche Impetus, der in meiner Person auch irgendwo vorhanden ist, mit verantwortlich dafür. Und ich bin tatsächlich auch zuversichtlich ein Stück weit. Ich bezeichne mich immer als optimistischen Realisten. Ja, ich bin natürlich Realist. Ich weiß, dass mein Sehen in den letzten, rechnen Sie es aus, von 86 bis 23, das sind knapp 40 Jahre, unglaublich lange Zeitspanne, ist mein Sehen mit langen Stagnationsphasen leider immer nur schlechter geworden. Es ist nicht besser geworden, es ist immer schlechter geworden. Dennoch, deswegen Realist, aber Optimist deswegen, weil ich viel zu viel weiß aus Wissenschaft und Forschung. Mein erster Wissenschaftskongress war 1990, der Weltkongress von Retina International in Dublin. Dort hatte man das erste Gen entdeckt und man hat damals gedacht, super, wir haben das Gen, wir können die Krankheit behandeln. Was dann kam, die Jahrzehnte der, das nenne ich immer die Ernüchterung der 90er und der Nuller Jahre, dass es eben nicht nur ein verantwortliches Gen gibt. Es gibt Erkrankungen, die sind monogenetisch, aber die Retinitis pigmentosa und all ihre Unterformen ist eben nicht monogenetisch. Wir haben mittlerweile knapp 300 verantwortliche Gene. Und die Lösung, und damit komme ich zum Schluss, und Herrn Dr. Gerhard wird da sicherlich noch drauf eingehen, die Lösung wird sicherlich nicht die sein, dass es 300 verschiedene Gentherapien gibt. Es wird genunabhängige Therapieansätze geben.
Die therapeutischen Ansätze werden sich auch dadurch unterscheiden, in welchem Krankheitsstadium sie sich befinden. Die bereits angesprochene CRISPR-Cas-Technologie, Genchirurgie, das ist natürlich ein Traum, dass man den Gendefekt sozusagen, ich sage es mal ganz plastisch, rausschnippelt und reparieren kann sozusagen. Aber auch das Replacement, also der Photorezeptoren wieder zur Regeneration zu bewegen, auch das ist ja ein großes Feld. Die optogenetischen Ansätze, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, Sie merken, das ist einfach mein Leib- und Magenblut, ich komme aus der Ecke. Da gibt es ganz tolle Entwicklungen, ganz offen und ehrlich zu Ihnen gesprochen, in dem Mittelalter, in dem ich mich befinde. Ich weiß persönlich nicht, ob das für Franz Badura noch reichen wird, dass ich wieder mal noch Fußball spielen kann, so wie ich es früher gerne gemacht habe. Das weiß ich nicht. Aber die Motivation für mein Engagement, die ziehe ich tatsächlich aus meiner persönlichen Betroffenheit. Aber das Engagement, und da kann ich auch nur alle ermutigen, das zu tun, wir engagieren uns alle für unsere Gemeinschaft. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, alle Blinden und Sehbehinderten, und das Engagement ist immer für die Gemeinschaft. Mit diesen Worten, nachdem ich schon 20 Minuten, glaube ich, erfüllt habe, oder könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, aber ich lasse es heute mal dann an dieser Stelle darauf bewenden. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich jetzt und auch nachher noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Ja, Herr Badura, diese, ich sag mal, anrührenden und emotionalen Worte über ungebetene Gäste und die Auseinandersetzung damit, das ist also ein sehr persönliches Statement, ein sehr auch politisches Statement. Gibt es da Fragen zu aus dem Auditorium? Ich meine, der Verweis auf die Zukunft ist, glaube ich, auch für einen Augenarzt immer das, wir hoffen immer, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern das weitergeben können und den betroffenen Patienten natürlich, aber sehr oft sieht man dann doch, dass die Netzhaut das wahrscheinlich nicht mehr hinkriegt. Herr Börngen. Okay, vielen Dank. Franz, ganz großes Lob an deinen Vortrag. Das ist ein Vortrag aus dem Leben, wie wir ihn von dir kennen. Ich könnte ein zusätzliches Referat machen, was mindestens genauso den Inhalt hat und dergleichen mehr. Eine kurze Ergänzung oder zwei kurze Ergänzungen. Nummer eins, nochmal den Hinweis auf die ProRetina, weil wir dort Beratung machen von Betroffenen für Betroffene. Das heißt also, ich als Retinitis pigmentosa Patient kann aus Leidenschaft heraus die auffangen, die im Grunde genommen die Diagnose gekriegt haben und abgefallen sind und nicht wissen, wie es im Leben weitergeht. Mir war selber so 1,5 Jahre nur unter Drogen und Alkohol, nachdem die Diagnose gestellt wurde und dergleichen mehr. Es ist wirklich eine Selbsthilfevereinigung, wo Betroffene für Betroffene da sind. Nummer eins, Nummer zwei. Der Professor Bolz, ich hatte mich in seine Hände begeben, letzten Endes. Er hatte mir aber gesagt, nach mehreren Untersuchungen, dass er gesagt hat, okay, Ihr ungebetener Gast hat aber das Namensschild abgerissen oder hat es nicht mehr letzten Endes. Ich kann da nichts weiter. Und seit gestern, vorgestern, sage ich mal, wo wir uns wieder hier getroffen haben, sagt er, oh, wir können weitermachen letzten Endes. Das ist das, was er angedeutet hat, dass also die Palette der Gene erweitert wurde, sodass wir gesagt haben, okay, wir machen weiter, weil ich natürlich auch gerne wissen will, wie ist der Name des ungebetenen Gastes, und das war der Auftakt gewesen, und da freue ich mich riesig drauf, weil zur Zeit der Diagnose bei mir gesagt wurde, nix, Sie werden blind, finden Sie sich damit ab, keine Therapie, kein Name, kein gar nichts. Nur eine kurze Antwort, Martin, danke für das Lob zunächst natürlich. Die Patientensprechstunden, Frau Liakopoulos hat ja die Sprechstunde, damit ist natürlich die Netzhautsprechstunde an den Kliniken gemeint, aber was Professor Holz in Bonn zusammen mit ProRetina erfunden hat, tatsächlich, das ist die sogenannte Patientensprechstunde. Und das ist genau die Lücke, die Kliniker gar nicht aus bösem Willen heraus oder aus Absicht, ich unterstelle dir wirklich niemand, was ich weiß, wie es an der Uniklinik zugeht. Das ist eine Patientensprechstunde, wo dieses Peer-Counseling, Betroffene beraten, Betroffene.
Wenn Sie selber eine Netzhauterkrankung haben und wissen, wie das im Alltag aussieht damit, dann können Sie, dann brauchen Sie gar nicht groß nachfragen, oder der Mensch braucht, der neu diagnostiziert, der braucht nicht lange erklären, welches Problem er hat. Sie verstehen das einfach und Sie können ihm sagen, unsere Berater können sagen, wie man damit umgeht. Das kann auch ein Augenarzt in der Form gar nicht machen, weil es selber ja in der Form aus der Betroffenheit heraus nicht kennt. Es gibt es mittlerweile 13 Mal im Bundesgebiet so eine Patientensprechstunde, ein fantastisches Modell. Wie gesagt, der Herr Holz hat es damals aus der Tafel gehoben, absolut nachahmenswert. Da möchte ich vielleicht zu kommentieren, die Gruppe der Späterblindeten ist ja ungefähr 5-mal so groß wie die Gruppe der Geburtsblinden. Und wenn wir uns aber die äußere Repräsentation von Blinden im allgemeinen Leben anschauen, dann haben wir da eine Unterrepräsentation dieser Späterblindetengruppe, weil die es viel schwerer hat, zusammenzufinden. Insofern möchte ich auch wirklich bestärken, da ist ProRetina eigentlich das richtige Sammelbecken, ja, und der Ort zusammenzukommen, weil hier die Betroffenen, die mit dieser Erfahrung nicht schon aus einer blinden Frühförderung und einer blinden Grundausbildung kommen, sondern aus dem täglichen, normalen Leben rausgerissen, in die Erblindung rein finden müssen. Und das ist eine völlig andere Ausgangssituation, ja, als der Geburtsblinde, der sozusagen von der Gesellschaft identifiziert wird am Anfang und auch auf einen Weg gebracht wird, der dafür tatsächlich spezifisch angepasst ist. Gestatten Sie mir ein kurzes Statement. Bitte. Sie meinen nicht, Geburtsblinde sicherlich auch... Schließen Sie die jetzt, also nicht, dass man von Anfang wirklich gar nichts sieht, sondern die früh erblinden. Also ich sag mal, in der genau, Kindheit, genau. In der Kindheit und frühen Jugend. Und was die AMD-Patienten, da habe ich jetzt natürlich kein Wort dazu gesagt, darum geht es heute einfach nicht, aber so viel, da hat Herr Professor Schlage vollkommen recht, über die ganzen sozialen Implikationen, die gerade ältere Menschen, wenn sie ihre zentrale Sehschärfe verlieren, das was bei mir durch diese Zapfenstäbchen-Dystrophie in der Jugend schon losging, das bekommen ja die Menschen erst so mit Mitte 50, 60, 70, wann immer, kann zu ganz gravierenden sozialen Implikationen führen. Sie werden aus dem Beruf rausgerissen, wenn sie noch im Beruf sind, haben super Jobs, können das plötzlich nicht mehr machen. Ganz schlimm, die soziale Isolation. Ihr Nachbar grüßt Sie, ich sage nur ein Beispiel, der Nachbar grüßt Sie, der Sie jeden Morgen haben Sie ihn auch, haben Sie zurückgegrüßt und plötzlich erkennen Sie das Gesicht vom Nachbarn nicht mehr und Sie grüßen nicht mehr. Was passiert? Der Nachbar denkt, was ist mit dem los, der grüßt mich nicht mehr. Also das führt ganz oft und ganz schnell zu ganz großen Missverständnissen und das erfordert eine ganz andere Rehabilitationsarbeit und Auffangarbeit durch ProRetina und Selbsthilfeorganisationen, kann ich Ihnen nur zu 100% bestätigen, das ist ein ganz anderer Weg sozusagen, aber mindestens genauso wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und eben Hilfsangebote dafür schafft. Und es ist die weitaus größere Zahl der Betroffenen als unser eins. Das ist natürlich vollkommen richtig, Herr Schlage. Aus dem Chat kommt noch eine Frage und dann machen wir weiter. Jawohl. Mit Herrn Gerhard. Nee, es ist keine Frage. Es ist vielen, vielen Dank für die positiven und motivierenden Worte. Dankeschön. Herr Badura, an Sie. Ich will nur ganz kurz abschließend sagen, auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, dass eben auch von Betroffenen so viel Engagement ist und jetzt auch in Ihrem Fall jemand, der auch in die Biologie da relativ tief reinguckt, darüber berichtet. Und ich glaube, dass die Rolle der ProRetina, deren Vorsitzender Sie auch lange waren und jetzt als politischer Referent auch tätig sind, das ist einfach unglaublich wichtig, da die Betroffenen auch zusammenzubringen, weil es insgesamt eben relativ viele sind. Und ich wollte noch mal so ein bisschen dazu auch anfügen, dieses Engagement ist ja wirklich sehr, sehr wichtig und das wurde ja auch in Ihrem Fall mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz gut zu erwähnen. Macht man nicht gerne selber, deshalb mache ich das jetzt. Und alles gut. Sicherlich ganz wichtig auch als Zeichen. Dankeschön, sehr freundlich.